Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Noch 17 Tage bis Ostern. Heute schauen wir auf eine der Personen, die wir gestern schon kurz gestreift haben. Elia, ein Mann mit einem besonderen Namen. Der Name bedeutet, Jahwe ist Gott. Und Jahwe, das heißt so ungefähr, ich bin da. Ich bin der Gott, der da ist. Und implizit bedeutet das, er ist nicht einfach nur da, dieser Gott, sondern er ist für dich da. Ich bin der Herr, dein Gott, für dich. Das ist die Wahrheit, die wir kennen seit der Kreuzigung Jesu Christi. Gott ist für dich da. Und dieser Elia war ein besonderer Mann Gottes, der außerordentliche Sachen erlebt hat mit seinem Gott. Nicht nur, dass er Tote auferweckt hat, nein, als er gestorben ist, da starb er nicht, sondern, so die Bibel, er wurde in den Himmel aufgenommen, entrückt. Und das ist auch der Grund, warum man erwartet, dass er zurückkommt zum Weltgericht und dass er sein Volk auffordern wird, umzukehren, sich Gott hinzuwenden. Im Neuen Testament wird er deshalb auch in die Verbindung gebracht mit Johannes dem Täufer, der das Volk Israel zur Umkehr aufgerufen hat. Aufgerufen hat, sich zu Jesus Christus hinzuwenden. Und dann ist da noch diese erstaunliche Geschichte, das erstaunliche Ereignis, als Jesus mit seinen allerengsten Freunden einen Berg bestiegen hat und dort die Stimme Gottes hören. Aber bevor sie die Stimme Gottes hören, werden sie eingetaucht in ein absolut gigantisches, helles Licht. Und in diesem Licht erscheinen auch Elia und Mose. Elia war einer, der sich mit aller Kraft, mit seinem ganzen Leben für Jahwe, für die Verehrung dieses seines Gottes in seinem Volk eingesetzt hat und gekämpft hat mit aller Macht, mit aller Kraft gegen andere Götzendienste, allen voran gegen den Baalskult, der von König Ahab und insbesondere seiner Frau Isabel in Israel mal wieder so richtig salonfähig gemacht worden war. Er hat Mut und tritt dem König entgegen und sagt, es ist nur ein Gott und ich will es zeigen. Und er zeigt es allen, die dabei sind, auf dem König Karmel. Er zeigt sein Gottvertrauen und Gott stellt sich zu diesem Gottvertrauen und lässt das Feuer vom Himmel fallen auf das Opfer, das Elia vorbereitet hat. Damit ist klar, wenn ihr die Geschichte liest, es war Gottes Eingreifen, Gott ist da. Und Elia nimmt diese Gelegenheit zum Anlass, um ganze Sache zu machen. Er tötet alle diese Baalpriester. Kurz darauf ist der Mut weg, als die Frau des Königs ihm ausrichten lässt, mit dir mache ich so, wie du das mit denen gemacht hast. Und auf einmal verzieht er sich so schnell er kann, er läuft um sein Leben, er rennt weg. Das Gottvertrauen, das eben noch unermesslich bis riesig erschien, das ist alles wie weggepustet. Er rennt um sein Leben. Er flieht nach diesem großen Sieg auf dem Berg Karmel. Und zwischendrin, als er am Ende ist und erschöpft und man würde sagen heute depressiv, als er keine Lust mehr hat zu leben, da kommt Gott, da beschenkt ihn Gott mit Ruhe, mit Kraft, mit Stärkung an Geist, Leib, Körper, Seele, sodass er weitergehen kann bis zum Berg Horeb, wo Mose die 10 Gebote von Gott bekommen hat. Und dort lernt Elia seinen Gott noch tiefer kennen. Nicht im Sturm, der sich gezeigt hat, im Feuersturm, der sich gezeigt hat auf dem Berg Karmel, nein, in den leisen Tönen,
In den leisen Wind, da sagt Gott, da bin ich. Deswegen, wenn wir darauf warten, auf das massive Eingreifen Gottes, dann warten wir vergeblich, denn das ist passiert am Kreuz von Golgatha. Und so ist es gut, dass du dir jetzt wieder die 15 Minuten oder mehr nimmst, um leise zu werden, stille zu werden vor deinem Gott und ihn zu erleben in diesem stillen Kämmerchen, dort, wo er dein Herz berühren möchte. Vielleicht liest du 1. Könige, Kapitel 19, die Verse 1 bis 13 und wenn du magst, natürlich auch gern vorher die spannende Geschichte in 1. Könige, Kapitel 18. Einen gesegneten Tag, Shalom, der Friede Gottes sei mit dir.